Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen OMSI 2-Video. Heute ist ein neuer DLC erschienen und zwar das DLC von Harleycon. Und das werden wir uns hier heute dementsprechend mal ein bisschen anschauen. Deswegen, heute wird eher weniger gefahren, sondern mehr geguckt, denn da kommt nämlich schon der erste Bus, der nämlich in dem Harleycon-Paket mit dabei ist. Und diese wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Deswegen, ja, schnallt euch an und schaut vorbei. So, machen wir mal Pause und schauen uns auch mal gleich direkt mal den Setra-Bus hier an, der jetzt nämlich hier gleich angefahren kommt. Oh, das wäre natürlich schon schön, wenn wir hier uns ein bisschen besser bewegen. Also ich muss sagen, also das ist bei Lotus besser. Da kann es sich besser bewegen. Warte mal, wir müssen mal hier so. So und so. Und dann können wir nämlich so rangehen und können uns den Bus direkt mal ein bisschen anschauen. Ja, das ist einer, wie gesagt, von dem Pavia-DLC von Harleycon. Ein KI-Bus, der jetzt hier mit dabei ist, den wir jetzt hier auf Karten hinzufügen können. Und zwar dieser von Setra. Und wenn wir uns hier das Ganze mal angucken, Rolf Becker, LKW und Busfahrschule. Sehen wir hier schon so ein bisschen was. Hinten auch Fahrschule drauf als Repaint und insgesamt gibt es wohl 7 Busse, die hier rumcruisen. Ja, mit verschiedenen Repaints, die man dann auch noch selbst erstellen kann, denn es gibt nämlich in dem Download-Ordner auch noch ein Template, wo ihr diese Busse dann dementsprechend noch so ein bisschen anpassen könnt. Ja, also wie gesagt, hier sehen wir zum Beispiel den ersten, ja, auch wenn wir hier uns mal kurz mal so ein bisschen reinbewegen, ja, ja, sieht es eigentlich doch, ja, für einen KI-Bus recht simpel aus. Ihr könnt diese Busse nicht befahren. Also das heißt, ja, diese Busse sind wirklich nur rein dafür gedacht, dass sie halt als KI-Fahrzeuge fahren. Ihr selbst könnt diese nicht fahren. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert oder euch jetzt alles Paket kauft. Ja, diese Busse sind wirklich nur reine KI-Busse. Sie sind nicht befahrbar. Ja, nochmal das nochmal zu betonen. Ja, wie gesagt, es kommen nämlich ganze 7 Busse daher. Wir haben hier Doppelstockbusse dabei. Wir haben hier Solo-Busse dabei. Über Landbusse und Citybusse und so weiter und so fort. Und von der Qualität, ja, doch, kann sich das eigentlich sehen lassen. Das ist ein bisschen sehr unscharf, wenn du jetzt halt natürlich zu nah rangehst, ne? Aber man muss natürlich auch ein bisschen immer darauf achten, auf die Performance. Ja, es bringt halt nichts, wenn du high detaillierte KI-Busse hast, aber ja, die eigentlich an der Performance der Karte nochmal zusätzlich ziehen. Deswegen hat man hier nochmal so einen kleinen Abstrich gemacht und das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, unschärfer halt gemacht. Also jetzt keine 4K-Texturen verwendet oder sonstiges. Ja, also hier sehen wir zum Beispiel Harleycon Straße 7 in 35639 Bad Hagen. Gibt es die Straße wirklich? Das würde mich jetzt mal interessieren. Gibt es eine Harleycon-Straße? Dann könnte ich mir das echt gut vorstellen. Ja. So, was haben wir dabei mit dem ganzen Paket? Wir scrollen jetzt mal hier mal so kurz mal rum. Also, es ist das OMSI 2 Add-on Download Paket Volume 7 KI-Busse. Das Ganze kostet 12,95 €. Könnt ihr natürlich auf Steam kaufen und später dann auch auf Games Planet. Da könnt ihr gerne mal bei uns mal vorbeischauen. Dann packt mal den Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr uns dementsprechend auch noch ein bisschen unterstützen. Fänden wir sehr cool. Ich weiß gar nicht, geht das noch? Ja, das geht sogar noch. Wundervoll. So, da haben wir zum Beispiel schon einen Gelenkbus, der jetzt hier gerade an uns vorbeifährt. Und hier, ne, sehen wir den nächsten Bus. So, also was ist dabei? Wir haben dabei nichts passt zum Busfahren in OMSI 2 so gut wie diejenigen Busse, die einem in der Simulation begegnen. Ob als im Verkehr entgegenkommende Fahrzeuge oder an großen Plätzen wie Busbahnhöfen, wo die virtuellen Kollegen mit ihren Boliden anzutreffen sind. Mit dem 7. Teil der beliebten OMSI 2 Download Pack Reihe erscheinen jetzt KI-Busse. Bei der Auswahl der Busse wurde auf eine ausgewogene Mischung aus Stadt, Überland und Reisebus-Varianten geachtet oder Versionen geachtet. So, was haben wir dabei? Es gibt hier verschiedene Hinweise. Die KI-Fahrzeuge sind nicht eigenständig fahrbar. Die neuen KI-Fahrzeuge müssen manuell in einer bestehenden AI-List der jeweiligen OMSI-Maps hinzugetragen werden. Eine detaillierte Beschreibung befindet sich im mitgelieferten Handbuch. Die Weitergabe der Fahrzeuge der OMSI 2 Download Packs Volume 7 ist einzeln oder zusammen mit freien Maps aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Also wenn ihr zum Beispiel eine Karte bastelt und ihr die KI-Busse verbaut habt, dürft ihr diese nicht weitergeben.
Die KI-Fahrzeuge müssen zur Nutzung manuell in bestehenden OMSI-2-Maps eingebunden werden. Es folgt keine automatische Einbindung. Das stimmt so nicht ganz, denn es gibt schon vordefinierte AI-Listen für verschiedene Maps, ja, wie zum Beispiel jetzt hier in Berlin-Spandau. Es gibt X10, es gab Hamburg, es gab München. Also da könnt ihr dementsprechend das Ganze halt einstellen. Ich habe jetzt hier einfach alle Busse mit reingenommen, die es gab, ja, um halt wirklich alles zeigen zu können. Das OMSI 2 Download Pack Volume 7 macht jede Karte und den Straßenverkehr noch authentischer. Inhalt des Pakets haben wir also, pass auf: 10, 2 Euro, 5 Solo, 2 und 3 Türer, 10, 2 Euro, 5 gelenkt 3 und 4 Türer, 10, 2 Euro, 5 Überland Solo, 2 Türer mit Überlandtüren und Überlandfront. 10, 2 Euro, 5 Überland, gelenkt 3 Türer mit Überlandtüren und Überlandfront. Ein Setra 415 UL mit einfacher und doppelter Tür jeweils als normale und schräge Front. Ein Setra 431 DT, ein Setra 531 DT. Soweit, so gut. Es gibt verschiedene Features noch für diese Busse. 7 verschiedene KI-Bustypen in zahlreichen unterschiedlichen Varianten und Ausführungen. Entsprechenden Fahrzeugtypen bekannter Hersteller. Statische Modelle zum Platzieren auf Maps. Also es gibt halt nicht nur die Möglichkeit, die Fahrzeuge fahren zu lassen, sondern man kann sie halt auch als feste Objekte auf der Karte verbauen. Spezieller Fahrschulwagen, eigene spezielle Sounds werden mitgeliefert, angepasste Skripte, die das Fahrverhalten beeinflussen, performance-optimierte 3D-Modelle, verschiedene Repaints wie Verkehrsbetrieben HHA, MVG, BESAG und STOAG, aber auch Reisedienste für die Reisebusse sind bereits enthalten und Repaint-Vorlagen für das eigene Modding sind verfügbar. Das Ganze, wie gesagt, 12,95 Euro, also auf Steam und dann, wie gesagt, auf Games Planet später und auf Harley könnt ihr das natürlich auch kaufen. Ne? Das geht alles. So, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, wie sehen denn die Fahrzeuge aus? Wie gesagt, den ersten haben wir jetzt gesehen. Das sind hier schon ein paar Busse an uns vorbeigezischt. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Ich muss echt mal meine Karte mal hier aktualisieren, ja. Spandauer Kahn hier. Die Installation von Spandauer Modern ist So, wo haben wir sie denn? Haben wir hier keinen weiteren neuen Bus hier? Guck mal, hier hinten haben wir gleich zwei. So, machen wir hier gleich mal Stopp. Und dann können wir uns dementsprechend die beiden hier schon mal direkt mal anschauen. So, also, hier haben wir einen C2 wieder. Also, ich selbst bin kein großer Freund vom C2. Das liegt einfach daran, weil es einfach unglaublich viele dafür in OMSI gibt. Ja, also in verschiedensten tausend Varianten. Ja, überall gibt es C2. So, hier ist mir ein kleiner Fehler aufgefallen. Wenn wir jetzt nämlich mal jetzt hier mal so reingehen, haben wir hier irgendwie so einen unschönen Fehler hier drin. Ja, das sieht man auch von außen. Wenn du jetzt zum Beispiel hinter dem bist, ja, sieht man das Ganze. Also da müsste man auf jeden Fall nochmal nachpatchen, dass das Ganze halt gefixt wird. Ja, aber sonst, ja, auch der Innenraum sieht halt sehr low-poly aus, ist aber vollkommen in Ordnung für ein KI-Fahrzeug. Kann man hier nichts anderes erwarten. Ebenso, wenn wir jetzt hier vorne uns zum Beispiel auf den Fahrersitz setzen würden, sieht das Ganze natürlich ein bisschen eigen aus. Ne? Also mehr ist hier nicht zu sehen, ja, von dem KI-Fahrzeug. Deswegen könnt ihr sie auch nicht selber fahren. Da hat man natürlich so ein bisschen auf die Performance halt achten müssen. Ja, sonst sieht auch das Modell hier wieder normal aus, ne? Also so wie man C2 kennt. Ich frage mich nur, ja, das ist halt immer so eine Frage, die ich mir ja stelle und warum ich sie euch halt immer auch gerne vorstelle, die ganzen DLCs von Harlequin. Warum sind diese DLCs nötig? Ja, das ist jetzt zum Beispiel, bei dem fällt das ganz besonders auf. Warum ist dieser DLC nötig? Es gibt kostenpflichtige, meiner Meinung nach auch kostenfreie Versionen von dem C2, da bin ich mir jetzt gar nicht mal so 100% sicher. Die man als normalen KI-Bus fahren lassen kann. Also, ne, also ihr wisst, was ich meine. Also statt jetzt mit einem Solaris jetzt hier rumzufahren, kann man, oder hier hinten mit dem alten SD hier, ja, den, oder, ne, ist ja gar kein SD, mit dem MAN hier, mit dem alten MAN fahren zu lassen, kann man doch eigentlich denn diese Fahrzeuge einfach als KI-Fahrzeuge benutzen. Und schon hast du doch dann auch. Warum werden diese nochmal separat angeboten als KI-Fahrzeuge? Das ist so eine Sache, habe ich nicht ganz verstanden, warum man so ein DLC rausbringt. Ja, wenn man sie halt wenigstens für den Fahrplan zum Beispiel benutzen könnte, wäre das natürlich eine coole Sache. Ja, aber das ist ja halt nicht möglich, weil sonst müsstest du ja selbst wieder damit fahren können. Also das sind halt wirklich reine KI-Fahrzeuge. Aber warum macht man das Ganze? Das habe ich nicht so ganz verstanden. So, hier haben wir nochmal einen Setra.
mit hier Fischerbusreisen steht hier auch wieder Harlekornstraße. Nee, leider nicht. Können wir mal jetzt auch noch mal hier reingehen, aber den hatten wir uns glaube ich schon angeguckt gehabt, ne? Also auch hier, das sieht hier auch sehr unschön aus, wenn wir oben so uns mal die Ecken von dem Bus angucken. Also ich meine, wenn sie schon Low Poly sind, ja, dann kann man hier auch ein bisschen ja, trotzdem feiner arbeiten. Aber das sind nur so eine kleinen Sachen, ne, die mir so persönlich auffallen. Ich meine, ich mag also die Packs schon sehr gerne von Harlequin. Ja, auch Harlequin hat natürlich großartige DLCs. Jetzt zuletzt der schöne Doppeldeckerbus aus Berlin, der ist großartig gewesen, der DLC. Ja, also den kann ich absolut empfehlen. So, das waren auf jeden Fall schon mal die beiden Busse hier, die jetzt mit neu dazugekommen sind. Aber ihr wisst, was ich meine, warum ich so denke, so, warum? Statt halt jetzt ein Solaris jetzt im Fahrplan zu haben, warum nutzt man da jetzt halt diese jetzt als ganz normale reine KI-Fahrzeuge? Ja, die werden halt unter Trucks gespeichert und dann fahren die hier rum halt. Ne? So, hier haben wir einen C2 Solo, Dreitürer, wie wir jetzt hier unschwer sehen können, mit Schwenktüren. Auch hier, wenn wir jetzt hier reingehen, also hier ist zum Beispiel kein Fehler drin, ne, was das wirklich nur mit dem Gelenk da zu tun haben muss. Ja, also auch hier, da sieht man natürlich dementsprechend einfach nur eine rot-weiße Lackierung und der sitzt hier hinten schon drinne. Großartig. So, wir haben, VV ist sogar ein schöner Reisebus hier lang gefahren, der von Setra, aber den sehe ich jetzt gerade nicht. Da hinten fehlt irgendwas, aber das ist glaube ich auch nur ein C2 wieder. Sehen wir mal ein bisschen jetzt hier hingehen, so, zack. Hier, seht ihr, ne? Statt hier diesen Bus fahren zu lassen, hätte man doch einfach zum Beispiel einen normalen C2 nehmen können oder sowas. Er hätte die KI-Serie nicht gebraucht. Das wollte ich sagen damit. Ja, ja. In Spandau ist immer irgendwas los. So, hier haben wir nochmal einen Solobus, einen Gelenkbus, Entschuldigung. Sah jetzt natürlich nicht alles aus als Solobus. Ja, warte mal so, dass wir irgendwie verschiedene Repaints hier noch sehen. Ja. Deswegen, also, werde ich jetzt nicht groß rumfahren, sondern wir werden uns jetzt eher so ein bisschen so hin und her zentrieren und werden mal gucken. Hier haben wir den C2 Dreitürer in einfach weiß. Ja, Entschuldigung. Also hier, ne? Halt auch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Der ist vorhin an uns vorbeigefahren. Wollte aber da jetzt nicht Stopp machen, weil ich da gerade am Quatschen war. Hier kommen zwei Setras an. Das ist aber auch nicht für uns wichtig. Hinten haben wir nochmal einen C2 Gelenkbus. Hier kommt auch nochmal ein Setra an. Mein Gott. Das ist aber immer der falsche. Den wollen wir doch gar nicht. So, nee, auch nichts, auch nichts. Aber nochmal ein Gelenkbus. Hier ist der Solobus. Wollte gerade sagen, jetzt hat sich haben sie verabschiedet, oder wie? Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Erfolg. Tja, großartig. Da haben wir den. Ja, also hier sehen wir zum Beispiel den anderen Setra. Das ist ein hübsches Modell geworden. Ich glaube, den gibt es auch so in OMSI noch nicht, oder? Ich glaube, Setra ist ja sowieso nicht groß vertreten in OMSI. Von daher passt das Ganze schon. Ne? Aber das ist doch mal eigentlich ein schöner Reisebus hier. Farbe halt passt auch von den Texturen her, ja doch wieder, merkt man, ne? Je näher man rangeht, desto unschärfer wird es. Gibt natürlich Busse, ja, da je näher du wirst, desto mehr fällt dir die Kinnlade runter, ja, weil das halt einfach so detailliert ist.
So, hier ist natürlich die Ausgestaltung nicht mehr ganz so schön, ja, wie noch in dem C2-Bus, ja. Also hier merkt man dann halt wirklich, hat man schon wirklich deutlich gespart, ne? Die haben nicht mal mehr richtige Sitzauflagen oder sowas. Ja, auch wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen hochgehen, ja, und das Ganze uns ein bisschen anschauen. Also hier ist es halt wirklich unter aller Kanone. Ich meine, gut, man sollte jetzt auch bei KI-Fahrzeugen jetzt nicht direkt reingehen, ne? Es sind halt KI-Fahrzeuge, die fahren halt einfach nur an einem vorbei. Aber extra Sounds. Klingt halt wie jeder andere Bus halt auch. Also da ist mir jetzt persönlich jetzt nichts aufgefallen. Ja, das also wie gesagt für 12,95 € wollte ich euch mal zeigen, was ihr daraus jetzt so macht. Das ist natürlich jetzt eure Entscheidung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich ein bisschen unnötig, diesen DLC, weil es wie gesagt halt KI-Fahrzeuge sind, wir sie halt ja als KI-Fahrzeuge jetzt praktisch benutzen können. Aber wir können diese Fahrzeuge halt an sich halt auch einen ganz normalen Fahrplan einfach einbinden, fertig wäre es. Und dann würden diese ganzen Busse hier auch rumfahren. Also könnte man sich hier getrost 12,95 € definitiv sparen. Klar, jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen Setra-Bus jetzt vielleicht nicht. Den Kauf vielleicht ein bisschen rechtfertigt, aber auch nicht für 12,95 € würde ich dann dazu sagen. Ja, aber so C2-Busse sind wie Sand am Meer mittlerweile in OMSI erhältlich. Das hätte es nicht gebraucht. Da hätte man deutlich andere Busse nehmen können. Sei es VDL oder sei es, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was noch so für Busse existieren. Haust ein paar Volvos rein oder sowas. Ja, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Das hätte vielleicht ein bisschen einen größeren Kick gegeben, zu sagen, so, okay, komm, ich kaufe mir das. Aber nicht für weitere C2-Busse und vielleicht drei Setra. Also, da muss man halt immer gucken, ja, wie einem das Ganze halt so gefällt. An sich muss ich sagen, ja, ist wieder Halicon, ist ein nettes Gimmick. Ich werde sie halt wahrscheinlich aber nicht benutzen. Aber ich werde es natürlich jetzt behalten, werde es jetzt auch nicht zurückgeben, weil ich unterstütze gerne OMSI da weiterhin mit DECs und sowas. Aber sie sind halt genauso wie manche KI-Fahrzeuge, wie zum Beispiel hier die Supercars oder was wir da, die Luxus-Cars, die wir ja da hatten, eigentlich total sinnlos, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist ja jedem selbst entschieden, wie das Ganze kommt. Ich bin mal gespannt, was Harlequin als nächstes so macht, wieder für den DLC veröffentlicht. Das wäre mal wieder schön für neue Menschen oder sowas. Ja, könnte man da mal wieder ein bisschen mal in diese Richtung gehen. Aber so KI-Fahrzeuge finde ich teilweise von Harlequin ist zwar eine nette Idee und man macht auch halt wirklich was Tolles draus, aber sie sind halt in meinen Augen halt leider unnötig. Aber gerne schreibt ihr in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze findet. Denn wie gesagt, nutzt unten die Kommentarfunktion und rechtfertigt das 12,95 €. Ja, kauft ihr euch das Ganze. Wie gesagt, schreibt einfach unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann zum nächsten OMSI 2-Video hier wieder. Denn hoffentlich wieder im Bus und on Tour. Würde ich mich sehr drüber freuen. Vergesst nicht, jetzt am Wochenende ist Leitstellenfahrt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da einschaltet oder sogar mitfahrt. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.